Hallo, mein Name ist Sebastian Wallroth und ich zeige, wie man auf Wikimedia Commons mithelfen kann. Heute zeige ich, wie man Ränder von Bildern abschneidet. Manchmal sind Bilder mit einem schwarzen oder weißen Rand umgeben worden, damit es hübscher aussieht, aber auf Commons ist das oft nicht erwünscht. Die Bilder werden von Mitarbeitenden eben markiert dafür, dass die Ränder in dem Fall abgeschnitten werden sollen. Und das nehmen wir uns jetzt mal vor. Diese Bilder landen in einem speziellen Ordner. Ich weiß jetzt den genauen Namen nicht, ich weiß nur die Oberkategorie, wo die zu finden sind. Dazu gebe ich rechts oben im Suchfeld ein Kategorie. Man muss ein bisschen Englisch können, um auf Commons arbeiten zu können. Die Kategorie heißt Commons Media und mehr muss ich gar nicht eingeben, weil hier eine Autovervollständigung ist und da klicke ich einfach drauf und bin in der Kategorie Commons Media Maintenance, also Commons Media Verwaltung gelandet. Da gibt es einen Unterordner, der heißt Media for Cleanup und da gibt es wiederum einen Unterordner Images for Cleanup und dort wieder einen Unterordner Images with Borders. Also theoretisch hätte ich auch hier oben Kategorie Images with Borders eingeben können. Wäre so hier hingekommen, aber ich hatte wie gesagt jetzt den Namen vergessen und so konnte ich auch gleich mal zeigen, wie man hier durchnavigieren kann. Okay, dann schauen wir uns mal die Bilder an, von denen die Ränder entfernt werden sollen. Das erste ist eine SVG-Datei, das funktioniert nicht mit dem Tool, was ich zeigen will. Dazu muss man eine JPG-Datei oder eine GIF-Datei nehmen. Also nehme ich diese JPG-Datei, eine Büste von Nelson Mandela. Die hat hier an der Seite ringsrum einen schwarz-weißen Rand und der soll halt abgeschnitten werden. Ich zoome mal ran, um das deutlicher zu machen. Da sieht man, dass so ein weiß-schwarzer Rand um das eigentliche Bild herum ist und das soll jetzt eben abgeschnitten werden. Eine Methode wäre, die Originaldatei herunterzuladen, das auf dem Rechner zu bearbeiten und dann unten mit dem Link eine neue Version dieser Datei hochladen, das zu überschreiben. Das mache ich aber nicht, das können wir uns einfacher machen, nämlich mit einem Tool. Das muss ich zunächst anschalten und dazu gehe ich auf meine Einstellungen. Und dort gibt es einen Reiter Helferlein. Und ich scrolle ein bisschen nach unten unter Benutzeroberfläche bearbeiten und hochladen. Gibt es hier einen Eintrag Crop Tool, Abschneidewerkzeug. An Häkchen setzen reicht noch nicht. Ich muss nach unten Einstellungen speichern klicken. So, und jetzt ist das Crop Tool aktiviert. Ich gehe zurück zur Mediendatei. Und jetzt sind hier links zwei Einträge hinzugekommen, nämlich Crop Tool und Löschung vorschlagen. Mir geht es jetzt um das Crop Tool. Also ich will das Crop Tool auf diese Datei anwenden, also klicke ich hier drauf. Dann wird es aufgerufen. Ich muss mich aber vorher anmelden. Ach, hier schreibt er, JPEG, PNG und GIF-Dateien können damit bearbeitet werden. Dazu muss ich mich aber verbinden mit diesem Tool, mit meinem Wikimedia-Account. Da klicke ich auf Connect. Dort bin ich noch angemeldet, von meiner Anmeldung eben auf Wikimedia Commons her. Sag erlauben. Und jetzt bin ich oben autorisiert als Sebastian Wallroth. Und jetzt hat er das Bild aufgerufen und so einen Rahmen drumherum gelegt. So. Na, also. Ich will aber nur diesen schmalen 2-Pixel-Rahmen wegkriegen. Das ist jetzt ziemlich mühsam. Ich könnte wieder mit dem Zoom arbeiten, um das zu machen, aber auch ätzend. Ja, deswegen, das ist wohl auch dem Entwickler eingefallen, hat er den Magic Border Locator eingebaut, den magischen Randfinder. Da klicke ich einfach drauf, rödel, rödel, und jetzt hat er diesen Rand schon gefunden. Er hat genau diesen schwarz-weißen Rand markiert, oben, unten, links, rechts, und wird oben, links und rechts jeweils 3 Pixel abschneiden. Dieses Aspect Ratio bedeutet, wie dieser Rahmen hier gesetzt wird, also das Verhältnis von Höhe zu Breite, entweder frei, in dem Fall
ja, frei heißt, dass die Breite oder die Höhe oder beide nicht mit den Breite und Höhe des Originalbildes übereinstimmen müssen. Keep heißt behalten, also es muss genau dasselbe Verhältnis von Breite zu Höhe sein. Oder dass man das genau festlegt, wie das sein soll. So, die Crop Method, die Ausschneidemethode, das gibt präzise und lossless. Präzise heißt, dass er genau abschneidet, da wo jetzt diese blaue Linie gesetzt ist. Und lossless heißt, dass er auf keinen Fall irgendwelche Veränderungen an diesem Bild vornimmt. Es wird immer lossless empfohlen, aber lossless braucht Blöcke von 8 bis 16 Pixeln ringsrum, was dazu führt, dass ich deutlich mehr vom Rand abschneiden muss, als ich will. Also das abzuwägen ist entweder ich will es genau diese 3 Pixel abschneiden oder ich will ein lossless Bild haben. Ich glaube, dass der Verlust deutlich geringer ist, wenn ich den Rand stehen lasse, als wenn ich eben deutlich mehr vom Rand abschneide, um hier keine Artefakte reinzukriegen. So, wie das jetzt fertige Ergebnis aussieht, sehe ich, wenn ich auf Preview klicke. Da hat er links, rechts, oben und unten eben alles abgeschnitten. Das ist noch nicht passiert, das ist nur die Vorschau. So, er schreibt auch, ein präziser Crop wurde gemacht und jetzt fragt er mich, will ich das Bild überschreiben oder als neue Datei hochladen? Neue Datei hochladen würde bedeuten, dass die originale Datei, diese hier, bestehen bleibt und dass ein weiterer Dateieintrag angelegt wird. Brauche ich aber nicht, weil das alte mit dem schwarzen Rand, das will keiner haben, also kann ich es einfach überschreiben. Er warnt nochmal, man muss sich diese Regeln durchlesen, das könnt ihr auch machen. Ich weiß schon ungefähr, was da steht, also lasse ich es. Die originale Version mit dem schwarzen Rand hier in dem Fall ist auch nicht verloren, die ist in der Bildhistorie weiter vorhanden. Man könnte es also meine Änderung, die ich jetzt mache, durch das Abschneiden wieder herrichten. So, hier fragt er, ob ich den Rand entfernt habe, und dann seht ihr, dass der Upload-Command entsprechend erweitert wird. Er schreibt hier automatisch rein, und zwar auf Englisch, weil auch Leute aus aller Welt das verstehen sollen, dass ich den Roofed the Border by Cropping, ich habe den Rand, diesen Rahmen entfernt, in dem ich es abgeschnitten habe, weniger als 1% horizontal und vertikal und unter Verwendung des Crop-Tools im präzisen Mode. Ja, also überschreiben, ich habe den Rand entfernt und dann sage ich jetzt Upload. Und das war's dann schon. Okay, alles geklappt und jetzt kann ich mir auch das Ergebnis anschauen. Dann führt er mich wieder zurück. Büste von Nelson Mandela, der Rand ist weg. So, und unten sieht man, dass die originale Version vorhanden ist. Das Bild ist von den Dimensionen her kleiner, von der Größe größer. Das ist weil wir den präzisen Mode genommen haben, ist es doll kodiert worden. Ja, der Farbeindruck und so ist aber der gleiche. Ja, das war's schon. So, kann man noch anhängen, dass das jetzt nicht die Einzeldatei war, die da bearbeitet werden sollte. Also gehe ich zurück in die Kategorie Images with Borders. Das Bild mit der Büste von Nelson Mandela ist weg, also kann ich mich dem nächsten Bild zuwenden. Ich finde das hier ganz interessant. Ich schaue mir das mal an. Herrje, da meinen Sie wahrscheinlich, dass das hier weg soll. Aber das ist sowieso seltsam, warum das ein PNG ist und kein JPEG. Gehe ich mal einfach drüber hinweg. Dann schauen wir uns Howard Gardner an. Das scheint ein weißer Rand ringsum zu sein. Sieht man nicht so richtig, aber wenn man die Seite markiert oder das Bild markiert, sieht man, dass hier ein weißer Rand ist. Ja. Dann lasst uns den doch mal abschneiden. Crop Tool. Ich bin noch autorisiert. Nehme wieder den Magic Border Locator. Er hat super gefunden, das, was ich abschneiden will. Ich mache auch wieder den präzisen Modus. Ja, super. Ich überschreibe das wieder, weil die Version mit dem weißen Rand will keiner. Ich habe den Rand entfernt und sage Upload. In dem Fall war es deutlich mehr abgeschnitten. Review the Result. Und hier ist noch der weiße Rand zu sehen. Das passiert manchmal. Hier unten sieht man, dass er eine neue Version drüber geladen hat. Dazu muss man
die Seite neu laden. Hier, genau. Hat es jetzt geklappt? Nein, immer noch nicht. Ja, jetzt drücke ich die Tastatur Steuerung Shift R. Dann lädt er die Seite wirklich neu und jetzt ist auch der Rand weg. Okay. Dann wieder zurück zu Images with Borders und auch hier Steuerung Shift R, damit er die Seite neu lädt. Howard Gardner ist weg und diese drei Bilder werden auf jeden Fall noch zu bearbeiten, aber ich will euch ja auch noch was übrig lassen. Vielen Dank.